Oh, wir kriegen gleich den Bossfight von dieser Welt. Okay, Steine stehen hier. Die wollen alle bloß Deckung aufbauen und er geht auf ganz vorne. Okay. Ach ne, das ist er hier. Okay, aber jetzt war ich komplett beim Falschen. Mit ihm können wir ja richtig ausrasten. Wir nehmen das. Dann das. Und vergiften. Hätten wir 2. Und das, so wären wir bei 3. Die greifen dort oben den Stein an. Sollen sie mal machen. Und er auch. Also geht gar keine Gefahr von denen aus. Okay. Den hat es jetzt halt dann doch in die beschissene Bahn transportiert. Das ist uncool.
Ja, Kollege, komm ruhig her, komm ruhig her. Der geht da drauf. Der dürfte ein Uchrib sein. Sicherheitshalber. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, noch ein Ring. Zwei maximale TP. Uiuiuiui. Achso. So, bei ihr nehmen wir das gleich noch. Verteidigung, Hilfsmittel und die Kontrolle des Schlachtfelds. Beschwörungsfertigkeiten konzentrieren sich auf das Erschaffen ätherischer Objekte, die Schützen und Schaden zufügen. Schwächungszauber. Was soll denn das bringen? Fügt dem Wirker und allen Verbündeten 1 Blutungen zu. Blutungen bedeuten, mehr Schaden zu nehmen. Warum sollte ich sowas machen wollen? Wenn es keinen positiven Gegeneffekt gibt. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn. Oha, oha, oha. Wie viele Gegner sind denn das? 2, 4, 6.
Chichichi, der macht 7 Damage, der macht 6 Damage, der macht 7 Damage, der macht 6 Damage. Oh, die sind ganz schön aggro. Geht auf den Fumm. Er geht auf den. Er geht auf den. Der geht auf den und der geht auf den. Ach du Scheiße, der hier oben ist ganz schön am Arsch. Selbst wenn er sich bewegt, das bleibt ja bei den meisten dann gleich. Selbst wenn ich ihn jetzt hier hinten hinterbringen würde. Also er muss 7, 8, 15, 21 Schaden aushalten. Alter Schwede. Und wer ist denn hier dran? Oh Gott, der kriegt schon 7 Damage. Der jetzt nicht Schaden nehmen müssen? Ich meine... Ich bin da jetzt nicht wild drauf, also... So ist es nicht.